Das ist Familie Unger. Das ist das Ehepaar Lehmann. Und das sind Viktor und Felix. Sie alle wollen sich ein neues Zuhause bauen. Und das soll individuell, nachhaltig, technisch innovativ und energieeffizient sein. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Mit einem Energie-Plus-Haus von Solar Wohnen. Pluspunkt Nummer 1. Raum für eigene Wünsche. Beispiel Reihenhäuser. Die sind beliebt, weil sie günstig sind. Dafür sieht aber eins aus wie das andere. Beim Solarreihenhaus von Solar Wohnen kann Familie Unger selbst die Größe, den Grundriss und die Ausstattung aus mehreren Varianten wählen. Und es gibt verschiedene Zusatzpakete. Pluspunkt Nummer 2. Umweltfreundliche, langlebige Materialien. Solar Wohnen baut mit Holz. Eine Wand aus Holz und ökologischer Dämmung kann atmen und isoliert trotzdem bestens. Holz ist der umweltfreundlichste Baustoff überhaupt, denn er wächst nach und ist recycelbar. Das Energie-Plus-Haus erfüllt schon heute die EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie 2020. So wohnen die Lehmanns nicht nur gesund, sondern auch zukunftssicher. Pluspunkt Nummer 3. Holz trifft Hightech. Die umweltfreundliche Haushülle wird mit hochwertiger Haustechnik von führenden deutschen Markenherstellern kombiniert. Die ist energieeffizient und langlebig. Pluspunkt Nummer 4. Strom und Wärme selbst produzieren. In einem Solar-Plus-Haus deckt die Photovoltaikanlage den gesamten Energiebedarf. Bleibt vom produzierten Strom etwas übrig, wird er gespeichert und ins öffentliche Netz eingespeist. Oder man lädt, wie Viktor und Felix, das eigene Elektroauto damit. Ein Solar-Wohnenhaus entspricht dem KfW 40 Plus Förderstandard. Und davon profitieren alle Seiten, Menschen und Umwelt, heute wie in Zukunft. Daher entscheiden sich Familie Unger, Familie Lehmann und Viktor und Felix für ein Haus von Solar Wohnen.